nur einmal im Leben passieren wird, für jeden Einzelnen von uns vor dem Papst spielen zu dürfen. Und insofern ist es natürlich eine ganz besondere Ehre und eine große Herausforderung. Die erste Herausforderung ist allerdings die Anreise. 2 Stunden lang steht die Soloflötistin Tatjana Ruland mit dem gesamten Orchester vor dem leeren Gepäckband. Wir haben jetzt dann die Probe halt und da wollen wir dann irgendwie einigermaßen in Form antreten. Das ist schon doof. Dann der erste musikalische Eindruck in der Audienzhalle des Papstes. Als Dirigenten konnte man einen Weltstar gewinnen, Gustavo Dudamel. How the orchestra sounds, you know? Wie dieses Orchester klingt, die Art, wie sie spielen, ist wirklich spannend. Und natürlich, für den Papst zu spielen, wird etwas ganz Besonderes. Ein unglaublicher Moment für mich. You know, an amazing moment for me. Alle im Orchester sind begeistert von dem erst 26-Jährigen aus Venezuela. Geprobt werden Dvorak, Gabrieli und Mozart. Mozart hat sich der Papst gewünscht. In the second we play the crescendo and we cut in the second. Play too long, you know, can be 2 Brahms, you know. 31. Nach fast 5 Stunden Probe ist einigermaßen klar, wie es morgen laufen soll. Flug, Warten und Probe heute. Morgen zusammen mit insgesamt fast 100 Musikern, Generalprobe und Auftritt vor dem Papst. Es ist eine Balance zwischen dem, dass es einem natürlich bewusst ist, weshalb wir überhaupt hier sind. Aber im Moment ist es, glaube ich, ziemlich locker und entspannt. So geht es mir jedenfalls. Es gibt sehr viele Dirigenten, die aus dem Grund... Die Radio- und Fernsehübertragung in ganz Europa erfordert eine Generalprobe exakt so wie der Auftritt. Der Ablauf wirkt routiniert. Jetzt geht es nur noch um kleine Details. Wo ist die Garderobe? Wie kommt man von dort auf die Bühne? Sieht es in den Garderoben immer so aus? Zum Glück nicht. Da haben wir schon Besseres erlebt. Also mit Spiegel und Beleuchtung. Tatjana Ruland stammt übrigens aus der gleichen Gegend wie der Papst. Als Kind wollte sie singen bei den Regensburger Domspatzen. Damals geleitet von Georg Ratzinger, diesem älteren Herrn, dem Bruder des heutigen Papstes. Die Generalprobe. Jetzt geht sie dann doch ein bisschen an die Nerven. Für die Soloflötistin ist der Druck groß. Vor jedem Konzert übt man und übt. Tatjana Ruland meistens im Bad, da hört man es nicht im ganzen Hotel. Waren Sie denn mit der Generalprobe zufrieden? Nicht ganz. Also wir können uns schon noch verbessern. Ich hatte selber manchmal den Eindruck, es gab ein paar kleine Unsicherheiten. Und da hoffe ich, können wir heute Abend noch eins drauflegen. Aber es heißt ja im Fachjargon immer, wenn die Probe nicht so gut ist, dann ist dafür das Konzert umso besser. Also wir haben es sehr genossen, wir haben vor allem ein schönes Konzert machen können und wir sind ganz begeistert von diesen Dirigenten. Ich hoffe, dass das übergesprungen ist, dieser Funke. Und ich war ganz erstaunt eigentlich, was für eine doch familiäre Atmosphäre es gab, was für eine Ruhe er ausgestrahlt hat, der Papst. Das hat, glaube ich, auf alle übergegriffen. Das war wunderschön.